Wow, heute wird ein heißer Tag. Ich hoffe, dass die Wanderung sehr schattig ist. Jetzt muss ich mal schauen an den Schildern da vorne, wie der See und der Gipfel heißt. Habe ich schon wieder vergessen, wo ich hingehe. Wunderschönes Stückerl Erde. Unglaublich. Also da hat sich der Aufstieg echt rentiert. Und der hat es in sich gehabt. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe ungefähr 2,5 Stunden gebraucht. Und da geht es 2,5 Stunden wirklich richtig hoch. Also da kommt mal ein ganz kleines Stück, was ein bisschen flacher wird. Da denkt man sich, oh Gott sei Dank, jetzt überstanden, aber dann geht es gleich wieder ganz steil. Aber wirklich klasse. Also der Weg hier rauf, der ist richtig, richtig klasse. Mensch. Aber ich muss ja dazu sagen, ich würde sagen, nur für trittsichere Wanderer. Und man ist schon ganz schön immer am Steigen über die Steine. Aber wie gesagt, die Wanderung ist toll. Und der See ist richtig, richtig toll. Und eiskalt. Ah ja, insgesamt war ich jetzt 3 Stunden unterwegs. Also zuerst geht es ins Tal hinter eine halbe Stunde und dann 2,5 Stunden Aufstieg. In irgendeinem Wanderführer, ich glaube bei Bärwellen sogar, habe ich gelesen, 2 Stunden. Und ich war jetzt auch nicht langsam halt. Oh. Und jetzt geht's wieder runter. Ich habe jetzt keine Lust, da noch rauf zu gehen. Das war das Ziel. Und da geht's runter. Selbe Weg wie rauf.
Brezi, 3,5 Stunden, schwarze Tour steht da. Ah, ist es. Wie ich hergekommen bin, habe ich das schon gelesen. Aber im Internet steht 4 Stunden hin und zurück, Mittel. Und wem habe ich jetzt mehr geglaubt? Dem Internet oder einem Almverein?